nicht ohne meine Big Band. Keine neuen Schuhe, nicht ohne meine Big Band. Hau in die Tastatur, nicht ohne meine Big Band. Ein Leben ohne Big Band macht einfach einen Sinn. Ich krieg da Flügel, weil wenn so eine Band hinter dir ist, da kriegst du gesanglich Flügel. Die Musik ist meine große Leidenschaft und das kam während Corona. Die Bühnen waren zu. Also es war so, dass ein Freund von mir, der Florian Rhein von den Banana Fishbones, mein Lied auf dem Weg gehört hat. Und er hat gesagt, Chris, du brauchst eine Big Band. Und dann habe ich gesagt, hast du eine? Und er kannte einen, Andreas Unterreiner. Und der kennt wieder die besten Musiker Münchens, Bayerns. Und der hat mir die alle besorgt. Hat mir gedacht, mach doch schöne Musik. Und das mache ich jetzt. Ungefragt in ihre Videocam. Ihr Talent ist begrenzt, Schule geschwänzt, weil sie lieber influent. Sie braucht ganz fix neue Klicks und das schrecklichste Bär, dass immer irgendwann einer den Stecker zieht. Ich singe nur in 4 Nummern Hochdeutsch, die anderen, da singe ich bayerisch, aber gepflegtes. Und Dean Martin hat nur mit einem Whisky moderiert, eine Zigarette, das habe ich nicht, aber er hat moderiert dazwischen. Oder Sammy Davis Jr., und das tue ich auch. Mein Comedian, der ist dabei. Sollte also Ihr Halbwüchsiger zu Ihnen sagen, ich habe extrem Achselterror, Alter. Dann heißt das, ich benötige ein Deodorant. Herbert Grönemeyer ist wieder auf Tournee, diesmal unplugged. Ohne Witz, unplugged. Ich hab gedacht, der braucht das Steckdosen. Boah. Vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Alles, alles Liebe. Alles Gute. So fette Bläser, das ist der Wahnsinn. Ich bin überrascht, weil die Band ist fantastisch und es steht ihm echt gut. Ich finde es hervorragend. Ich kenne Chris Pöttchen schon recht lange, aber als Big Band-Mann noch nicht. Und es macht er super. Eine schöne Mischung aus Musik und ein bisschen Musikkabarett.